Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababine und Alana, dich jetzt hier auf diesen übertrieben freshen und klackigen Kanal für ihr zusammen und die inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video gönnt. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf eine weitere Folge von Kinderfragen Rapper. Endlich. Heute mit Luciano. Ich freue mich übertrieben darauf und zu reagieren. Die letzten Folgen waren alle sehr, sehr unterhaltsam, ne? Und die letzte Folge war mit Shirin David, genau, vor ungefähr 2 bis 3 Wochen. Ja. Ne? Die war auch sehr, sehr unterhaltsam, Freunde. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, checkt die gerne ab. Genauso wie alle anderen Folgen. Wir haben auf alle reagiert. Richtig. Nur die Reaction zu Chelo und Abdi wurde leider gesperrt. Ne, die habe ich auf Instagram nochmal hochgeladen für alle, die es vielleicht nochmal sehen möchten. Und Freunde, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Herzlich willkommen bei Kinderfragen Rapper. Ich heiße Pauline. Und ich bin Romeo. Heute willkommen. Okay. So, ich meine, die beiden müssen sich gar nicht mehr vorstellen. Weißt du, was ich meine? Die Rapper müssen sich vorstellen. So. So, neben diesen beiden Journalisten, weißt du, was ich meine? Das sind die einzigen Journalisten, die man in Deutschrap so heutzutage ernst nehmen kann. So, weißt du, was ich meine? So. Auf jeden Fall. Neben den beiden muss sich der Rapper vorstellen. So, ne? Und die sind sehr, sehr gefährlich, ne? Wenn man das so sagen kann. Ja. Also, da kommen so unangenehme Fragen und die sind eiskalt. Immer heiße Erstens. Fragen. Und zweitens, die haben wieder das klassische Kinderfragen-Rapper-Outfit an. Ja. Ne? Ich glaube, das ist so. Ja, das Format-Outfit kann man so sagen, ne? Ja, wahrscheinlich safe. Ja. So, okay, wir gucken weiter. Wo ist denn wir, Luciano? Mikro, Mikronos, lest dein Hate-Kommentar von dort. Wenn die Shirt riecht nach Tom Ford, 5 Sterne Hotel-Komfort. Boah, ich sag dir ehrlich, ich freu mich, Digga. Ich freu mich auf Luciano. Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Unnormal Bock. Ne? Ich bin unnormal gehypt, Bruder. Also, ich will wissen, wie der drauf ist. Ich muss sagen, bei einem Kapi weiß man, er hat einen Bezug zu Kindern. Bei einem Sido weiß man, er hat einen Bezug zu Kindern. Bei einem Young Hoon wusste man es zum Beispiel nicht, ne? Ja. Das hat man dann gesehen so. Aber eine Shirin David ist auch sehr, sehr krass gut mit Kindern klargekommen. Aber bei einem Luciano, Digga. Da kann man sich nichts vorstellen, ne? Ich kann es nicht einschätzen. Wir gucken. Luciano darf zum draußen Spielen immer seine gute Sonntagskleidung anziehen. Er gibt auch gerne damit an. Wie süß, Digga. So. Wie süß. Ich bin echt gespannt, was die Pauline fragen wird. Ja. Ne, weil ein Luciano ist oft so in Verbindung mit, keine Ahnung, ja, so mit, echt so mit Markenklamotten, ja, ne? So Loco oder Jackie Cola. Es könnte auch vielleicht auf die Drill-Thematik so gehen. So Drill oder ne? Mit Ketten und so, weiß ich, bin gespannt, so, was die zu fragen hat, Digga. Wir gucken. Sagt er lieber Skribau oder Bububu? Okay. Scheiße, Digga, ja, normal, wie soll die das verstehen, Alter? So, das sind seine Adlibs, ja, ne? Okay, ich bin gespannt. Luciano kommt, Alter, wir gucken. Hey, alles gut? Wir sagen so. Hallo, Luciano. Hi, Mann, Skirl. Was geht's? Skirl. Okay. Digga, das ist ja richtig in seinen Kopf eingepflanzt. So, die Adlibs sind direkt am Start, auch zur Begrüßung. Ne? Nicht nur im Lied, sondern auch zur Begrüßung, Digga. Andere sagen Salamu Alaikum, der sagt Skirl, Bau. So. Geht euch gut? Ja. Ja? Freut mich. Wie geht's dir? Mir geht's super. Okay, der Bruder ist auf jeden Fall sehr chillig gekleidet. Guck mal, ne? Der hätte jetzt auch voll, ja, ich sag mal so, ja, so mächtig kommen können mit Ketten, ja, und sonst mit Bling Bling und so, so, ne? Wie man den kennt in seinen so. Musikvideos immer. Ich hätte jetzt auch erwartet, dass er so ein paar Steinchen um den Hals trägt oder um die Finger. Oder so Versace-Schuhe in Schwarz, ne? Oder so, keine Ahnung. Oder so ein bisschen funkeln, aber voll chillig mit Jogger. Und nochmal, so fliege ich in die Türkei, Alter. Wir gucken. Ja, wahrscheinlich nicht mit so einem teuren Anzug. Ja, ja, also weißt du. Der ist dann fake, der ist dann fake. Und ich hatte gestern voll den späten Flug und dann war ich voll müde und habe heute ein bisschen länger geschlafen. Hast du deswegen auch noch deinen Schlafanzug an? Okay. Süß, Digga. Vielen ist das gar nicht auf dem Schirm, Digga. Luciano reist echt gerade sehr, sehr oft rum und produziert unnormal viel an Musik, aber unnormal. Ja. Und seit den letzten Monaten ist er sehr, sehr oft am Reisen, mhm, ne, und dreht hier Musikvideos, da, hier, da. Und der hat jetzt wieder sein Album fertig. Ja. Ne, es kommt jetzt bald wieder sein Album raus. Okay. Mit 24 Songs, Digga. Krass. Also da kommt mies viel auf uns zu. Aber hast du gemerkt, hier, jetzt schon der erste Front von Paula an Luciano? Also ne? Mit dem Schlafanzug. Geht schon los, sie geht direkt in Kampfbereitschaft. Sie lässt gar nicht lange fackeln so. Das ist mein Lieblingsjogginganzug. Aber damit könnte ich auch schlafen. Das wäre auch ein cooler Pyjama. Ja, aber der ist wild. Ne? Der ist echt geil. Die Farben matchen und nochmal zueinander. Richtig geil. Dann wollen wir mal dein Video anschauen. Okay. Hast du gesehen, Luciano hat die Uhr schon versteckt unter dem Pulli, damit die nicht abgezogen wird. Der ist schlau, der hat sich vorbereitet. Oder der hat extra so eine gefakte angezogen. Ja, oder so. Jägermeister plus Red Bull. Oh. Flex. Nero.
Bro, die haben jetzt einen ausgepackt. Aber wirklich. Digga, Jäger. Oh. Weißt du noch, welche Phasen das waren? Warte, lass mich zuerst sagen. Ja. Lass mich zuerst sagen. Das waren die Zeiten, wo Luciano gerade angefangen hat, seine ersten Dinger rauszuhauen. Ja. Und er hat gerade den Hype bekommen. Und ich sag dir ehrlich, das war das Ding, wo er mich abgeholt hat. Ich schwör's dir, damit hatte er mich. Ich war immer so am Schwanken, so ja, nein, so, weißt du, so. Paar Songs habe ich von ihm gefeiert, paar nicht. Aber mit dem Ding hat er mich abgeholt. Genau. Und ich hatte Luciano auf der Playlist. Ich weiß noch, das Lied kam ja ungefähr vor 4-5 Jahren raus. Ich glaube, so 2016, 17 Zeiten waren das. Ne? Und da hatte ich dir Luciano mal gezeigt gehabt. Da hatte der auf YouTube noch 30.000 Abonnenten auf dem Loco Squad Account. Mhm. Und dann habe ich dir mal gesagt, warte, irgendwann wird der richtig hart rauskommen. Und dann kam Jäger, seitdem hast du den Tod gefeiert, Digga. Krass. Hast du gesehen, wie er so wiped und sie so voll geschockt so zu viel Ausländer auf einmal, so Kulturschock. Pikus versuchen von hinten zu ficken, tu mir auf Pablos und Kinos verschiffen, reden zu viel, sind zu viel am Kissen. Digga, der vibet ja unnormal dazu, Digga. Aber Babasong, richtig unnormal. Boah, ich sag dir ehrlich, ich hab Bock bekommen auf den Song. Ich werde den nach dem Video gleich direkt wieder in die Playlist packen. Ja, viele wünschen sich auch diesen Luciano wieder zurück. Und ich leider auch. Ne? Klar feier ich den jetzigen auch, aber zwischendurch muss mal wieder diese Schiene kommen. Digga, das war das Ding, ne? Ja, damals. So, das waren die Zeiten wirklich. Warum sagst du eigentlich immer Bo, Bo, Bo? Ich bin gespannt, was der jetzt sagt, Digga. Warum sagst du immer Bo, Bo, Bo? Mal gucken, wie der das Kindern erklärt. Aber sei mir ehrlich, was kann man darauf antworten, wenn du Rapper bist? Ja, vielleicht kannst du so ein Beispiel bringen, weißt du? Ja, wir gucken. Ja. Das füllt so die Lücken zwischen meinem Songtext. Ich mag Bo, Bo, Bo. 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 Ja, das ist eine geile Konversation gerade. Also finde ich auf jeden Fall sehr nice so. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Bo, 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 bo. Bo, bo, bo. Ja, bo, bo, bo. Ja, bo, 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 wir haben's verstanden, Bruder. Bo, 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 bo. Ist so tief gewesen. Bäh. Hörst du diese tief in seiner Stimme, Digga, auch ohne viel Computerkacke oder Abmischen. Der kann dieses Bo, bo, bo in allen Tiefen und Höhen. Er hat's perfekt gelernt. So. Wenn einer Bo, bo, bo kann, dann Luciano. Der hat Patent dieses, drauf, Alter. Er hat Patent auf Bo, bo, bo. So. Yes. Ich hab auch einen neuen. Ich hab jetzt einen neuen. Der geht so, Boah, ja, Junge! Yeah! Bruder, aber die feiern nicht! Bruder, normal, Alter, so! Die feiern null! Yeah! Bruh! Musst du so machen? Nee, aber ich keine Lust. Oh! Krass! Da hat der mies seine Abfuhr bekommen! Krass! Er hat einen krassen Korb bekommen, ne? Heftig! Aber man muss sagen, war klar, weißt du, was ich meine? So, Paula und Roman, die kennt man in Deutschland. Pauline, jeder, Junge. Ja, Pauline was und Roman. Was hast du mit den Namen, Alter? Was für Roman, Junge? Ja, jeder in Deutschland kennt die beiden inzwischen, weißt du, was ich meine? Nenn den Rapper ab sofort Ramo. Ja, so, da kannst du nicht einfach ankommen und sagen, willst du ein Feature mit mir? Da musst du die Scheinchen zeigen. Weißt du, was ich meine? Luciano, da musst du in die Tasche greifen. So, weißt du, was ich meine? Da kannst du nicht einfach... Oder eine Uhr wie Shirin. Ja, oder eine Uhr oder so. Da kannst du nicht einfach fragen, willst du ein Feature machen? Das geht nicht. Ne? So. Sind deine Freunde der Loco Squad? Ja, der Loco Squad. Das sind meine Freunde. Ja, der Loco Squad. Das sind meine Freunde. Ist das sowas wie eine Bande? Also damals war es eine Bande. Ja? Da haben wir uns zusammen getroffen. Jetzt sind wir ein Clan. Damals waren wir eine Bande, jetzt sind wir ein Clan. Im Hof und dann waren wir Loco Squad Gang. Habt ihr damals was Verbotenes gemacht? Oh, jetzt bin ich gespannt, was er antwortet, weil Luciano hat er in seiner Zeit damals, ne, als er am Kommen war, sehr, sehr viel über seine Familie, über die Probleme erzählt, über diese Straßenprobleme und über diese verlogenen Menschen in seiner in seinem Umfeld, sage ich mal. Ja. Ich bin gespannt, was der sagt, weil der hat eigentlich viel durchgemacht. So. Ja. Ja, aber das ist natürlich eine schwierige Frage, ne? Wenn du Rapper da hast, die haben natürlich auch dieses Image, weißt du, was ich meine? So ein Rapper kann da jetzt auch nicht Nein sagen. Scheiße, der, weißt du, so. Der muss mies lachen. Bitte sag so Klingelmännchen oder so, Alter. Das wäre schon witzig, gespannt, ne? Digga. Huh. Also. Ja, da musst du aber lange überlegen, ne, was ihr gemacht habt. Habt ihr jemanden geschubst? Ich glaube schon.
Digga, weil der lächelt, sieht ja voll süß aus, ne? Ja, wirklich. Weißt du, woran der mich erinnert? Kennst du Ninja Turtles von Nickelodeon noch? Ich höre, der erinnert mich ein bisschen daran. So voll süß, so, Digga. Ich weiß nicht. Aber nicht zu doll, natürlich, ne? Immer angemessen geschubst. Hast du deinen Hausarrest bekommen? Angemessen geschubst. Ja. So steht's ja, im Digga, Gesetz. Wie soll der das denn erklären? Ja, normal. Okay, wir haben letztes Mal, Freunde, unter dem Video von Shireen David sehr oft den Kommentar bekommen, dass wir sehr oft stoppen und dass es sehr viele Leute stört, Freunde. Wir müssen bei diesem Format leider so oft stoppen, weil das leider sehr, sehr oft gestoppt wird. Das ist natürlich kein gesperrt wird. Wir haben leider sehr oft Probleme, das Ganze online zu bekommen auf YouTube, weil das natürlich aus dem Fernsehen ist, von Late Night Berlin. Ist kein normales YouTube-Video, worauf wir hier reagieren, Freunde. Dementsprechend müssen wir leider sehr, sehr oft stoppen, damit wir keine Cuts setzen, was ja noch unangenehmer wäre für euch. Dementsprechend stoppen wir und sagen oft genug was dazu. Zum Beispiel Cello Up, die wurde ja ganz gesperrt deswegen. Genau. Und es ist ja immerhin noch eine Reaction und nicht das Originalvideo. So, wir machen weiter. Ja, Hausarrest habe ich bekommen. Ich kenne Red Bull, aber was ist Jackie Cola? Okay. Die erste unangenehme Frage. Jackie Cola ist auch so das Lieblingsgetränk von Luciano. Es ist seine, wir können sagen, es ist seine Medizin so mäßig. Es ist seine Medizin, die Medizin, die ihn wirklich so durch seine Songs seit Tag 1 quasi begleitet. Da kann man so sagen. Jackie Cola ist ein Erfrischungsgetränk, das dürfen keine Kinder trinken. Unfair. Junge, als wäre das so Fanta wäre. Ja, Erfrischungsgetränk einfach. Für den ist das wie Kaffee, wirklich so. Andere stehen auf morgens, trinken ihr Kaffee, er trinkt sein Jackie Cola. Also, weißt du? Warum trinken das denn die Erwachsenen? Weil sie dann besser tanzen können. Ich sag dir ehrlich, Luciano ist richtig chillig, ne, als Person. Übertrieben. Aber unnormal, Digga. So, ich hab den damals mal auf einem Konzert gesehen, da war der auch sehr gut drauf, aber da war der auf, du weißt so, ne? Normal, der war so, so auf Chile so. Und der hat da mies Welle gemacht, weißt du? So, da hast du nicht sein wahres Ich so gesehen, weißt du so? Aber hier siehst du ja sein wahres Ich, wie der drauf ist. So richtig chillig und richtig gut drauf, Digga. Und vor allem bei einem Luciano, er ist ja noch gar nicht mal so alt. Weißt du, was ich meine? Er ist ja noch Mitte 20 wahrscheinlich, ne? Boah, ich glaube, der ist schon 25, 26. Ja, ist ja Mitte 20. Ja, ja. 25, 26. Und guck mal, wie vernünftig, bodenständig er sich gibt, voll reif, so, weißt du, was ich meine? Und er hat den Hype seines Lebens eigentlich, kannst du so sagen. Weißt du, so, der könnte auch da hinkommen und sich so voll prollig geben und so voll Glitzer-Mitzer, so, weißt du. Aber guck mal, wie bodenständig, voll entspannt. Generell so die Deutschrapper, die wirklich bei diesem Format hinkommen, die sind alle so sehr, sehr bodenständig. Ja, aber ich glaube, die werden auch bewusst ausgesucht, wer da so reinpassen könnte, so, weißt du? Okay, ich stell mir das aber lustig vor mit deinem CEO. Ja, Digga, ich will immer noch Farid da sehen, Mann. Ah, ich glaube, ein Farid könnte nicht kommen. Ich glaube, ein Shindy könnten wir erwarten, weil ein Shindy war schon mal zu Gast bei Late Night Berlin. Okay. Weißt du, ich glaube, Klaas und Shindy sind befreundet miteinander und dementsprechend könnte man davon ausgehen, dass vielleicht ein Shindy mal da hinkommen könnte. Weißt du, so. Besser tanzen. Ja. Ich glaube, ich probiere mal. Nein, auf gar keinen Fall. Also man kann auch ohne Alkohol gut tanzen. Kannst du. Okay, Rahman versucht direkt wieder mitzumischen, ne, der Schlingel? Letztes Mal fragte, bin ich ein G? Rahman, du bist kein G. Dann zieht der Shireen ab, dann ist er ein G. Jetzt will er Alkohol trinken, darf er nicht? Und mal gucken, wie sich das gleich wendet, Digga, ob er gleich die Jackie-Flasche am Ende hat. Ich trinke, ich zeig dir meinen Trick. Hast du sehen? Guck. Ja, so! Skrr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 r
Das war ein tolles Interview mit dir, Luciano. Dankeschön, es hat echt viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, das war sehr, sehr unterhaltsam mit Luciano. Auf jeden Fall. Wirklich sehr, sehr witzig. Ich muss sagen, alle Formate, also beziehungsweise alle Folgen, wo Rapper dabei waren, waren schon sehr, sehr unterhaltsam. Ne? Aber ich muss sagen, das war schon wirklich mit einer meiner Favorite-Folgen. So, safe, wo Luciano Digga dabei war, so. Ich auch, ne? Viel Spaß noch. Machen wir so. Und hoffentlich... Pau, jetzt kommt Pau. Findest du ja, Mann, ja, genau so. Das ist mein Man. Ich gebe mir Mühe. Viel Spaß noch, ja? Tschüss. Das war Kinderfragen Rapper. Okay, wir sehen uns hoffentlich in 2 bis 3 Wochen wieder. Paula und Roman. Sehr, sehr lustig. Pauline und Romeo. Mein Gott. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr, sehr lustig. Und normal. Und ja, die Folge mit Mr. Skrbrzbautz, Mr. Adlib, Alter, haben wir jetzt auch durch. Ich bin gespannt, wer als nächstes kommt, ne? Digga, ich will immer noch Farid. Okay, Sio wäre auch übel witzig. Ja. Ich glaube, das wäre so, Digga, das wäre zu krass sogar für Fernsehen, ich sag dir ehrlich. Ich sag dir ehrlich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ein Shindy kommt. Und auch ein Katar könnte ich mir auch vorstellen, weil ein Katar macht momentan ja dieses eigene Major mit Goldman und sowas. Okay. Und dementsprechend braucht er natürlich ein bisschen Promo, ne? Ja. Und Rata, wir wissen alle, er ist Businessman, sein Vater, weißt du, was und ich meine? Und der war jetzt schon so auf dem Fernsehen, Digga. Er war auf dem Fernsehen, ja. Und dementsprechend liegt es eigentlich nahe, dass er vielleicht einen Auftritt da bekommen könnte, demnächst, mal weißt gucken. Du? Kann sein. Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, mit wem ihr gerne mal eine Folge sehen würdet. Safe. Und wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.